Servus Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Vorfreude auf Silvester 2016, 2017 und gleichzeitig auch zu meinem ersten Adventsspezial. Ja Leute, ab jetzt kommt jedes Adventsspezial ein Vorfreudeteil. Und ja, um so die Zeit auf Silvester halt etwas zu verkürzen und euch den Geschmack darauf ein bisschen zu versüßen. Ja, was zünden wir in diesem Teil von Vorfreude auf Silvester 2016, 2017? Wir zünden einmal Skyrockets, einfach ein Klassiker. Dann haben wir hier ältere Packet Cracker von Keller. Sind schon etwas älter, die Teile. Dann zünden wir Frösche von Weco. Dann haben wir auch ein paar Chili Spinners von Leslie. Sind echt coole Teile, gefallen mir super, ist absolut was Neues. Dann Flashbang von Weco, die es bei Lidl zu kaufen gab. Und Super Böller 2 von Weco, die eine Riesensauerei machen. Ja, dann hoffe ich, das Video gefällt euch. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und dann fangen wir jetzt direkt an mit dem Vorfreude-Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir fangen an mit dem Super Böller 2 von Weco. Ja, gar nicht so schlecht. Zweiten. Ja, eigentlich ganz ordentlich. Und noch zwei Stück. Okay, das waren jetzt beides Fehlzünder. Naja, gut. So Leute, als nächstes Skyrockets. Als erstes Rot. Sehr schön. Und noch die zweite rote. Echt schöner kleiner Effekt und die Raketen kosten ja fast nichts. Weiter geht's mit Grün. Und noch die zweite Grüne. Und als letztes die blauen. Und noch die letzte blaue. Sehr schöne Teile. Weiter geht's mit den Chili Spinners. Zweiten. Einfach nur toll. Und noch zwei Stück. Schöne Teile, immer wieder geil. Als nächstes die Packet Cracker von Keller. Sehr schön, echt schön laut. Und weiter geht's mit den Flashbang vom Weco.
richtig schön für die Größe, echt laut. Machen wir einen zweiten. Echt gut. Und noch einen dritten. Alle guten Dinge sind drei. Echt tolle Teile. So Leute, und als letztes die Frösche vom Weko. Ja, hüpfen tun die leider nicht mehr wirklich. Weiter geht's. Und noch die letzten beiden. Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und nochmal einen frohen ersten Advent.